Heute machen wir ein Dreieck. Im Blender gibt es an sich keine Möglichkeit, ein Dreieck zu machen, außer vielleicht ein Cone, was ihm am nächsten kommen würde. Und aus diesem Grund zeige ich euch nun ein paar Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, eine Plane zu benutzen, diese Vertices zu löschen, diese beiden auszuwählen, dann F zu drücken, alle auszuwählen und dann zu filmen mit F. Dann könnt ihr theoretischerweise auch nach oben extrudieren. Eine andere Möglichkeit ist es, einen Cube auszuwählen und das gleiche Prinzip nur in 3D anzuwenden, die Vertices zu löschen, die oberen drei auszuwählen für Fill, die unteren drei auszuwählen für Fill und dann die vier an der Seite auszuwählen für Fill. Und so könnt ihr auch dann Extrusionsmaßnahmen vornehmen oder Skalierung, wie ich gerade gezeigt habe. Und so haben wir zum Beispiel ein Haus. Wir können es um 45 Grad drehen und dann an der Y-Achse um 90 Grad. Dann machen wir hier schnell hin Cursor to Selected, Set Origin to 3D Cursor. Dann machen wir den 3D Cursor zur World Origin und dann machen wir dieses Selection hier zur World Origin, also zum Cursor. Und schon haben wir ein kleines Haus gebaut. So einfach können wir Dreiecke erstellen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Blender-Tutorial, fast schon Blender-Quick-Tipp, behilflich sein. Und macht es gut, bis zum nächsten Blender-Tutorial. Euer Josef.